Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind immer noch hier auf unserem kleinen Piratenplaneten und begeben uns jetzt zu Slow. Mal gucken, was die von uns möchte. Du stehst vor der Tür und ich gehe rein, also wirst du sie überhaupt nicht sehen. So, gucken wir mal. Wo sind Ihre Leute? Ich habe Ihren Anblick nicht mehr ertragen. Was ist passiert? Der Scharlatan hat meine Leute benutzt, um Katus halb totzuschlagen. Ihn möge ich eigentlich, aber sie Der Scharlatan benutzt nicht. Katus, um sie nervös zu machen. Das weiß ich. Sie sind nicht hier, weil ich ihr Mitleid wollte. Und wieso dann? Nicht, dass es mir etwas ausmacht. Der Scharlatan hat an Katus eine Nachricht hinterlassen. Er will die Dinge zwischen uns klären. Der Treffpunkt ist in Drolea. Die Sache stinkt doch. Ach was, ich kann meinen Leuten nicht trauen, aber sie sind eine Außenstehende und haben sich als vernünftig erwiesen. Warum schlägt der Scharlatan jetzt zu? Wieso nicht schon früher? Ich habe das Kollektiv zu lange gewähren lassen. Ich habe es einfach unterschätzt. Dadurch ist es mutig geworden und gefährlich. Was mit Katus passiert ist, ist meine Schuld. Aber jetzt hat die Sache ein Ende. Helfen Sie mir? Ach, ich will helfen, ich weiß gar nicht. Ach komm, komm. Ach komm, komm, ja, natürlich. Dieses Treffen entscheidet über Kadaras Zukunft. Ich hatte gehofft, es würde nicht so weit kommen, aber... Hey, shit happens, was? Ich gehe schon mal vor. Wir treffen uns dann dort. Oh, da waren wir gerade eben. Zum Glück haben wir es gerade eben noch vorher gefunden, spontan, weil sonst hätte ich es nicht gefunden. Ja, wäre es vielleicht zu spät gewesen. Und bin mal gespannt. Er mag uns ja doch recht. Und wir haben ja da eigentlich ganz. Ja, wir haben da nicht so eine Zuhörchen von Scharlatan. Für sie sind wir nur, naja. Weiß nicht, ob wir den Scharlatan schon kennen, ob wir den schon begegnet sind. Ich denke mal schon. Also gehen wir mal schnell dahin und gucken, wer das ist. Mal schauen. Dort wieder das Türen öffnen. Und warum habe ich immer noch nicht die Schnellreisestation gefunden? Wir hätten uns das ein oder andere sparen können. Nein, so rennen wir lieber hin und her. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass wir nach dieser Mission können wir dann bestimmt unseren Außenposten gründen. Egal wie die ausgeht. Ui, jetzt dauert es aber lange. Nein, echt, jetzt dauert auch wirklich lange. Haben wir uns jetzt doch vorhin richtig entschieden, dass wir erst genau da vor den Stellen habe ich im letzten Video auch gehangen. Haben wir uns doch richtig entschieden, dass wir erst die eine Mission gemacht haben und dann die andere? Haben wir das schon mal gescannt? Ja, das haben wir schon mal irgendwann gescannt. So, wieder ein Stückchen hier raus. Und jetzt sollte es funktionieren, dass wir schnell reisen können, weil ansonsten hat das nicht geklappt. So, da steht unser Ding, das rollt fast runter. Oh, ah, jetzt renne ich wieder nicht. Lauf doch mal. Okay. Mal gucken, ist voll. Ja, jetzt können wir drüber rasen. Das lassen wir mal in Ruhe und leben und fahren einfach mal dran vorbei. Und gehen wir schnell zum Scharlatan.
Na, das haben wir schon vorher gesehen. Ob es noch eine kleine Waffe drauf gibt, die mitschießen kann, wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Da hinten, wo schwarz ist, könnte eigentlich was drauf. Weiter auf der anderen Seite irgendwo. Wieder fast verfangen. Also, wenn es hier hoch geht, dann fahren wir mal da nach hier oben und dann nach rechts und dann sollten wir, glaube ich, auch drauf kommen irgendwie. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt gerade verpasst ein bisschen, aber so viel gab es eh nicht zu finden. Gucken wir, ob irgendwas rumliegt. Ja, ist doch gar nichts. Ah, doch, ist echt was. Ansonsten ist nichts. Schön. Haben noch ein bisschen was geholt. Nein, hier sind wir vorhin nie reingekommen. Abgelegen. Ist sie das? Kein gutes Zeichen. Sie haben sich Zeit gelassen. Los, bringen wir es hinter uns. Ich brauche noch eine Sekunde. Ernsthaft? Beeilen Sie sich. Wow, die hetzt mich ein bisschen. So, hab mal kurz gespeichert, um uns alle offen. Um uns alle Möglichkeiten offen zu halten. Sie warten bestimmt auf jemanden. Das wusste ich doch, dass der da ist. Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind ein und derselbe. Überraschung. Komm, wir machen es emotional. Sie haben mich die ganze Zeit belogen. Nicht in allem. Sie wissen, wer ich wirklich bin. Sie sagten, Sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. So wollen Sie einen Krieg verhindern? Durch ein Duell? Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, als Dutzende. Von mir aus. Verstanden. Oder erschießen wir alle beide und dann bekommen wir das. Ein Scharfschütze erzielt auf Sloan. Achtung! Verdammt! Gib mir Deckung! Schießen Sie! Seinen Kopf auf einem Spieß. Nein, keine Hinrichtung mehr. Es wird keine aufgespießten Köpfe mehr Wir geben. Wir sind noch nicht mal aus der Höhle raus und schon stellen Sie Forderungen. Sie verdanken mir Ihr Leben. Verhalten Sie sich auch so. Ich werde Tan oder der Initiative niemals trauen. Aber Sie sind in Ordnung. Okay.
Das können wir zurückreißen, das ist eigentlich auch so. So, stopp. Jetzt rennen wir wieder dahin und reden mit ihr und mal gucken, was rauskommt. Zum Glück können wir gleich schnell reden. Reisen. Ach. Okay, ihn haben wir angeschossen, ist trotzdem entkommen. Oder haben wir ihn angeschossen? Ich dachte schon. Sie haben wir gerettet. Aber hätten wir auch sterben lassen können. Ja, müssen wir mal gucken, was jetzt für uns bei rumkommt. Hallo. Das Gerenne macht mich weich. Jetzt verlassen wir die Slums, dann gehen wir da hoch und. Warum habe ich eingegriffen? Weil, ja, es war halt nicht fair. Ich mag sie zwar nicht, aber sollte dann auch hier die Möglichkeit haben. Und sie ist generell sehr ehrlich zu uns gewesen und ich laufe wieder und finde jetzt nicht die Schnellreisefunktion. Und deswegen weiß, bin ich dabei eher, weiß nicht. Weiß, woran ich bin. So, wen haben wir alles da? Kenne ich den? Der lebt auch noch. Der und nö. Pathfinder, sind Sie hier, um meine Schulden einzufordern? Achso, Schulden einzufordern. Ich habe mich als Verbündete bewiesen. Es wird langsam Zeit, dass Sie mich auch so behandeln. Sie sind eine echte Nervensäge, wissen Sie das? Das habe ich schon mal gehört. Aber sie haben mir das Leben gerettet. Ich weiß, die Nexus braucht Außenposten und Kedera ist in besserer Verfassung als die meisten Planeten. Ten wird es vermutlich nicht zugeben, aber es ist gut, hier einen Außenposten zu errichten. Das könnte der erste Schritt zur Versöhnung. Das können Sie vergessen. Ich arbeite nicht mit Ten zusammen, sondern mit Ihnen. Die Nexus hat uns verbannt, damit wir hier draußen sterben. Das habe ich weder vergessen noch verziehen. Beide Seiten haben ein Recht darauf, wütend zu sein, aber dieser Außenposten ist unsere Chance auf eine bessere Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft. Ihr diplomatischer Schwachsinn zieht bei mir nicht. Ich kriege einen Anteil von allem, was Ihre Siedler produzieren. Betrachten Sie es als eine Art Schutzgebühr. Da draußen laufen immer noch jede Menge Kollektivarschlöcher rum. Und wir wollen ja nicht, dass sie auf komische Gedanken kommen, oder? Das klingt irgendwie nach Erpressung. Sind wir uns einig? Werden Sie dann in Zukunft netter zu mir sein? Übertreiben Sie es nicht, Sarah. Ach, sie weiß, wie wir heißen. Und da gab es auch einen Erfolg. Allianz. Okay, ich glaube, das hätte es auch gegeben, wenn wir das andere gemacht hätten. Jetzt rennen wir wieder dahin zurück. Und errichten den Außenposten. Mal gucken, was wir denn für einen haben. Ich bin mir irgendwie sicher, ob wir uns damit der zufrieden lassen. Der hat uns geholfen, mit dem haben wir auch viel erlebt. Der Scharlatan hat natürlich einen. War nicht gerade sehr ehrlich zu uns. Aber uns immer wohlgesonnen.
Ich glaube, wir machen das dann gleich nochmal und lassen die halt mal sterben. Und warum hänge ich denn jedes Mal hier? Nervt langsam. Pathfinder, Kidera ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit Sloans Schutz sollte es soweit in Ordnung sein. So, können wir da reisen. Und wo reisen wir hin? Wir wollen nach dort. Deswegen reisen wir nach da. Also, wir machen noch schnell den Außenposten, gucken mal, was das für einer ist. Und dann machen wir das Ganze nochmal erneut. Und zwar, und lassen die ja mal drauf gehen. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Boah! Eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. So, parken. Bestätige. Ich fordere einen Außenposten an. Hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Show steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal im Ernst, ein Außenposten auf Kedera, wo sich die schlimmsten unserer Exilanten niedergelassen haben? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Wir können uns nicht einfach von Ihnen abwenden. Die Initiative hat Sie im Stich gelassen. Sie waren nicht dabei, aber jetzt Sie hier und es ist Ihre Entscheidung. Das hier ist ein Erfolg und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Denken Sie, Sie können über das alles hier irgendetwas sagen, das die Leute motiviert? Etwas, um Ihnen Kedera schmackhaft zu machen? Sie wollen das tatsächlich ausstrahlen? Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. So weit zu kommen war schwer und es wird nicht einfacher werden. Aber es wird besser werden. Wir müssen wollen, dass es besser wird. Kedera ist echtes Neuland. So wild und verheißungsvoll, wie es nur geht. Aber ich weiß, wir sind bereit dafür. Wir werden das für die Nachwelt festhalten. Pathfinder. Edison Ende. So. Oh, cool. Noch eine Schale mitgenommen. Ja, was ist? Okay, das ist unser Außenposten und ja, ganz übersichtlich. Gibt es hier eine Mission, die wir erledigen könnten? Nein, eigentlich nicht. Gibt es jemanden, mit dem wir erzählen können? Hier? Nein. Kontakte? Könnte man sagen. Ich habe früher im Lager der Nexus gearbeitet. Richten Sie ihr aus, dass ich die Regulatoren zur Seite gelegt habe, die sie wollte. Ich hätte sie schon früher geschickt, aber ich war mit dem Umzug beschäftigt. Wir lassen es erstmal alles sein, da wir wollen das ja Ganze nochmal von der anderen Seite sehen und sehen uns gleich wieder. So, und damit willkommen zurück. Ja, wir finden uns wieder hier. Ja, kurz vor dem großen Showdown. Und wenn wir das Ganze mal. Wir wollen sie jetzt mal drauf gehen lassen. Das ist ein bisschen gemeint, wir wissen es, sie nicht. Bereit, Prinzessin? Okay, okay. Gehen wir. Natürlich ist es nicht abzusehen, wie es dann auf längere Zeit
dann halt die Wahl uns betrifft. Sie warten bestimmt auf jemanden. Reyes? Ich will den Scharlatan treffen, keinen drittklassigen Schmuggler. Sie sind ein und derselbe. Überraschung. Der angaranische Spion? Ihr Interesse an den Morden der Roker? Es ging ihnen immer nur darum, Sloans Macht zu untergraben. Steht der Tropfen hüllt den Stein. Sie sagten, sie wollten die Dinge klären. Wie? Durch ein Duell. Sie gegen mich. Der Sieger bekommt Kadara Port. So wollen sie einen Krieg verhindern? Durch ein Duell? Besser nur zwei Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen als Dutzende. Einverstanden. So, okay. Ich muss mir die Finger ruhig lassen und nicht drücken, weil wir haben ja schon gerade gesehen, wie es geht, wie es funktioniert, aber... Oh, da hat es geblinzt. Nein, wir machen mal nichts. Boah, sind wir gemein. Eiskalt, wie wir da standen. Warum nicht im Kopf? Schaff sie weg und gib der Crew Bescheid. Heute Nacht holen wir uns Kadara Port. Wow. Jetzt haben sie wohl alles, was sie wollten. Was ich will, ist Frieden. Sloan hätte den Krieg nach Helios gebracht. Und wir sind zu wenige, um das zu überleben. Wieso haben sie mir nicht vertraut? Ich hatte Angst, sie würden mich nie wieder so ansehen wie zuvor. Tja. Ach, was machen wir denn jetzt? Ach komm, wir haben ja noch den Unternehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Es fällt so schwer, ihn zu Dingsen halt zurückzuweisen. Ach komm. So wie jetzt. Ich bin nicht gut für sie. Wow, ist ja wie eine. Ich weiß. Oh mein Gott, was sind wir für ein Luder? Okay. Reisen wir jetzt wieder zurück und wir kennen den Weg schon. Wir sind jetzt schon ein paar Mal gegangen. Ja, ich glaube mit ihm läuft das Ganze ein bisschen entspannter ab. Oh. Okay, gibt neue Mitarbeiter. Wie lange waren wir denn da draußen? Schön. Habe ich drauf geachtet und habe auch überhaupt nicht drauf geachtet, wo der Punkt sich hinbewegt. Zum Glück habe ich es noch mitbekommen, bevor ich oben angekommen bin. Ich hätte sie im Thronsaal erwartet. Ist das Tartarus nicht ein bisschen schäbig für Kadaras neuen Herrscher? Ach, kommen Sie, Ryder. Sie wissen, ich bevorzuge die Schatten. Ja, weil sie zwielichtig sind. Aber auch attraktiv, oder? Das übernimmt Kima Dorgan für mich. Die Angara, der sie auf Sloans Party begegnet sind. Und ohne Sloan ist auf Kadara jetzt auch Platz für die Initiative. Ich suche sofort nach Freiwilligen für einen Außenposten, aber das könnte dauern. Ihr Ruf ist nicht gerade gut. Wir sind nicht alle Diebe und Mörder, okay, ich schon, aber einige der anderen sind echt nett. Ganz bestimmt. Scherz beiseite, ich will diesen Außenposten ebenso sehr wie Sie. Er wird unter meinem Schutz stehen, das verspreche ich. Und was kostet mich dieses Versprechen?
Nichts. Der Handel mit Ihrem Außenposten genügt mir. Wenn der langweilige Geschäftskram jetzt geklärt ist, würde ich gerne etwas anderes machen. Sie haben wieder irgendwas vor. Unser erstes Date war nicht gerade romantisch. Wollen wir das nachholen? Na komm, machen wir es mal. Ich wusste nicht, dass Sie ein Romantiker sind. Es gibt vieles, was Sie nicht über mich wissen. Seit ich die Nexus verließ, hängt mein Leben von Geheimnissen ab. Ich will zwischen uns keine Geheimnisse mehr, Sarah. Sie sind doch ein Rätsel. Was? Mir lag etwas Albernes auf der Zunge. Und was? Sie haben mich gelöst. Oh, kein Wort mehr. Schon wieder, oh, Gottes Willen. Okay, ja komm, lassen wir das so. Pathfinder. Kidera ist jetzt eine realisierbare Option für einen Außenposten. Die Badlands sind zwar noch nicht gerade sicher, aber mit dem Schutz des Kollektivs sollte es soweit in Ordnung sein. Aber müsst doch schon ganz sicher sein, wenn ihr nicht mehr Wachen drin davor stehen. Dann finde ich doch schon gut. So, auf ein weiteres reisen wir wieder dahin. Wir haben es ja gerade eben schon mal errichtet und machen es gern noch einmal. Die lassen wir in Ruhe, beziehungsweise lassen die uns in Ruhe, da werden wir schnell dran vorbeifahren, denn jetzt ein bisschen lenken, ich weiß nicht, ich glaube, da lenkt er sich ein bisschen anders. Ich habe das nicht durchgelesen, als wir das gemacht haben, von daher nehme ich das jetzt einfach mal so hin. Das Gebiet eignet sich für einen Außenposten der Initiative, Pathfinder. Mal gucken, ob ich dann zu der Kiste komme, wenn das ganze Zeug hier rumsteht. Ich fordere einen Außenposten an. Beeindruckend. Das hier könnte genauso viele Leute verärgern wie ernähren. Direktor, ich hoffe, Sie genießen die Show. Ich genieße unsere Fortschritte. Der Teil mit der Shop. Ich mach das mal ein bisschen weg. Sie wollen Stabilität, genau wie die Nexus. Durch einen Außenposten können wir einige von ihnen wieder für uns gewinnen. Das ist wahr. Sie sind gegangen, als unser Traum geplatzt ist. Und Sie haben viel dafür getan, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das hier ist ein Erfolg. Und wir brauchen Erfolge, egal wie sie aussehen. Machen Sie also so weiter. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Noch lange nicht. Aber jetzt wird es Zeit für Ihre öffentliche Ansprache. Etwas, um Ihnen Kidera schmackhaft zu... Ich habe vielleicht Vorbehalte, aber in meinen Akten steht heute ein Außenposten mehr als gestern. Also ja, machen Sie es Ihnen schmackhaft. Es hat uns viel gekostet, so weit zu kommen. Aber wir haben diese Reise nicht gemacht, um uns abzuwenden. Vor allem nicht von unseren eigenen Leuten. Wenn Sie also bereit sind, mitzuarbeiten, wenn Sie nicht hier sind, um sich zu verstecken, wenn Sie ein Zeichen setzen wollen, Kidera wartet auf Sie. Wir werden das für die Nachwelt festhalten, Pathfinder. Edison Ende. So, da sind wir wieder. 100%. War es auch 100%? Ich weiß es nicht. Hier war irgendwo so ein Flugding. Ach, da. Schön. Haben uns auch aufgesammelt. Gucken, gibt es hier noch irgendwas? Doch, haben wir irgendwas eingesammelt. Keine Ahnung, wodurch, aber wir haben was eingesammelt. Okay, gucken wir uns mal kurz ein bisschen um. Mit dir können wir nicht reden und irgendwo soll ja eine Kiste sein. Komm, wir reden mit denen, haben wir gerade eben nicht abgeschlossen. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie alles auf... Hey, Sie sind Vetras Boss. Woher kennen
Sie, Vetra? Sind Sie einer Ihrer Kontakte? Könnte man sagen. Ich habe früher im Lager der Nexus gearbeitet. Richten Sie ihr aus, dass ich die Regulatoren zur Seite gelegt habe, die sie wollte. Ich hätte sie schon früher geschickt, aber ich war mit dem Umzug beschäftigt. Was haben Sie während des Aufstands gemacht? Oh, ich war dabei. Hab mich in einem der Lagerräume eingeschlossen. Totales Chaos. Muss seltsam für Sie sein, die Exilanten wiederzusehen. Tan versucht's mit aus den Augen, aus dem Sinn. Aber nach meiner Erfahrung hat das noch nie funktioniert. Sie sind also der Ausrüstungsoffizier? So lautet mein offizieller Titel, ja. Aber ich erledige auch alles andere, was so anfällt. Schrubben, kochen, was immer ich tun kann, um zu helfen. Das ist nett von Ihnen. Es hält mich beschäftigt. Ich habe auf dem Mars den Bohrer bedient, bis ich mir die Hand ruiniert habe. Ich hatte Glück, dass ich sie nicht verloren habe. Aber die Nerven sind nie richtig verheilt. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Oh ja. Ich schwöre, das Kollektiv kann absolut alles beschaffen. Sie sind sogar noch verlässlicher als Vetra. Man sieht sich, Drew. Kämpfen Sie weiterhin für das gute, Pathfinder. Schade, dass wir vorhin nicht gefragt haben. Mal gucken, was er da gesagt hätte. Und gesagt hat, auf die kann man sich verlassen. Oder ob er gesagt hat, nee, fast gar nichts, wir brauchen das und das. Können wir mit dir erzählen? Nein, du gehst einfach nur weg. Ach nein. Na, da kommen wir immer noch nicht hin. Okay, kein Ding. Gucken wir noch mal kurz hier in das kleine Gebäude, ob sich noch hier jemand verbirgt, mit dem wir uns irgendwie ein bisschen unterhalten können oder der irgendwas haben möchte. Und nichts los. Da haben die ersten mehr gemacht. Da konnten noch Mission machen, mal mit jemandem erzählen, ein bisschen was gucken, ein bisschen was forschen. Und hier. Ne, die machen ihr Ding. Der tut's jetzt aber was macht. Hallo. Ich habe Neuigkeiten von der Nexus. Ja, bitte erzähl. Ich höre. Okay, da kann was. Ja, du? Nein, auch nicht. Hier hinten. Oh, doch, die kann ich auch erzählen. Das nicht der Pathfinder ist. Willkommen im Außenposten Diteon. Christmas Tate vom Minenunternehmen 7. Zu Ihren Diensten. Christmas? Ist das ein Spitzname? Leider nicht. Meine alte Dame, Holiday Tate, hatte einen merkwürdigen Sinn für Humor. Dafür kriegt man damit sicher jedes Gespräch in Gang. Wie läuft's hier? Es wurde niemand von hinten erschossen. Also besser als erwartet. Haben Sie Zweifel wegen des Kollektivs? Ich mache ungern Deals mit Leuten, die unbeständiger sind als Geister. Ich bin ein ehrlicher Mann, der gerne mit ehrlichen Leuten zusammenarbeitet. Das ist genau die Art von Einfluss, die Kedera braucht. Freut mich, dass Sie das so sehen, Pathfinder. Haben Sie sonst noch was zu melden? Naja. Da ist dieser Kult. Ein Kult? Im Ernst? Sie sind harmlos, aber das, was Sie verehren, beunruhigt mich ein wenig. Es ist irgendeine riesige Maschine. Sie nennen sie Alter Abhäuter. Vielleicht steckt gar nichts dahinter, aber Ihr Anführer Bischof ist losgezogen, um Tribut zu zollen. Und nicht mehr zurückgekehrt. Ich kümmere mich darum. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das weiß ich zu schätzen. Ihr wisst, was das heißt. Das ist bestimmt wieder ein... Ich bin schon ganz schön rumgekommen. Sie wollen also sagen, dass ich alt bin? Das habe ich nicht. Hey, ich bin 61 und habe mich mit meinem Alter arrangiert. Ich bin der älteste Anführer eines Außenpostens, aber auch der härteste. Ich bin nicht nach Andromeda gekommen, um zu sterben. Im Gegenteil. Diteon. Interessanter Name. Bedeutet er irgendwas? Das ist ein Insiderwitz der Kompanie.
Die Theon war eigentlich nur der provisorische Name für unseren Außenposten. Er ist eine Kurzfassung von Diensttätigkeit ohne Nahverkehrsanschluss. Machen ihn die Exilanten irgendwelchen Ärger? Wir haben sogar einige aufgenommen, die weder zu den Verbanden noch zum Kollektiv gehörten. Der Aufstand war eine üble Sache. Viele ganz normale Leute wurden darin verwickelt. Ich bin froh, dass wir ihnen eine zweite Chance geben können. Sie sagten, sie gehören zum Minenunternehmen 7? Die besten E-Zero-Bergarbeiter auf dem Mars, bis das Zeug abgebaut war. Und jetzt setzen sie ihre Fähigkeiten auf Kadera ein? Sie haben das Wasser trinkbar gemacht, aber im Fels ist immer noch jede Menge Schwefel. Der Direktor will daraus Dünger machen. Carter kann Ihnen mehr dazu sagen, aber schleichen Sie sich nicht an sie an. Danke für das Update, Christmas. Jederzeit. Okay, alte Abhäuter. Das wird bestimmt ein Ding sein. Ein Architekt, der sich irgendwo verbirgt. Muss kurz mal überlegen, wo wir angefangen haben. Da? Dort? Wir gucken noch mal kurz hier rein. Sagt mir nichts. Nein, ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Oh, da ist was. Oh, da ist auch was zum Scannen. Halt! Kommen Sie nicht näher! Okay. Puh! Falscher Alarm. Ich dachte, es gäbe Säurespritzer. Ich vermeide Säurespritzer, wo ich kann. Gute Idee. Sie sind schlecht für die Haut. Nancy Carter, Wissenschaftsoffizierin des Außenpostens Diteon. Sie müssen der Pathfinder sein. Gehörten Sie auch zu Minenunternehmen 7? Ja, das heißt, nein, ich war keine Bergarbeiterin. Aber ich habe mit Christmas und den anderen zusammengearbeitet. Sie sind meine Familie. Sie sind nach Helios gekommen, um bei Ihnen zu sein? Ich weiß, dass das albern ist, weil ich sie alle überleben werde. Also zumindest statistisch betrachtet. Aber ich konnte sie einfach nicht ohne mich in so ein Abenteuer ziehen lassen. Woran arbeiten Sie? An einem extrem starken Phosphatdünger unter Verwendung der natürlichen Schwefelsäurevorkommen auf Kadera. Extrem stark. Das ist gut, oder? Absolut. Meine Arbeit wird die Gärten überall in Helios mit Nährstoffen versorgen. Sobald wir Gärten haben. Und das werden wir. Dank Ihnen. Man sieht sich, Carter. Ja, bis dann, Pathfinder. So, die ist auch glücklich. Ah, hier vorne gab es was zum Scannen. Was habe ich da vor? Schön. Noch was? Gucken wir mit denen, ob wir mit einem von denen reden können. Nein. Brauchst du Hilfe? Nein. Okay, hier haben wir auch nichts. Gut, ich denke, wir lassen das alles beim Kollektiv und sie werden dann lassen das unsere Freunde sein. Das andere hat sich bestimmt auch irgendwie gut gemacht, aber komm, lassen wir es jetzt einfach so. Kennen wir die hier? Es hat sich infiziert. Pathfinder, ein Glück, dass Sie hier sind. Ich würde gern über meine Versetzung reden. Versetzung? Zu einem anderen Außenposten. Ich kann hier nicht bleiben. Es ist barbarisch. So schlimm ist Kadera nicht. Gutes Klima, hübsche Landschaft. Es stinkt. Auch ohne das giftige Wasser. Hier gibt's überall Schwefel. Ja, aber nicht rum. Wie geht es Ihren Patienten? Gut natürlich. Sie sind bei mir in Behandlung. Irgendwelche ernsthaften Verletzungen? Traumata durch stumpfe Gewalteinwirkung. Alle möglichen Wunden. Diese Verbanden sind Barbaren. Sie greifen jeden an, der irgendwas mit der Initiative zu tun hat. Das sollte eigentlich das Kollektiv verhindern. Tut es auch. Aber sie können nicht jeden beschützen. Darum will ich ja versetzt werden. Erzählen Sie mir von sich, Dr. Sanvi. Ich war die Beste meines Jahrgangs in Harvard.
Meine Facharztausbildung habe ich an der Johns Hopkins gemacht und danach eine eigene Praxis auf Ilium eröffnet. Ich glaube, das war's so ziemlich. Beeindruckend. Aber in Helios bedeutet das nicht viel. Naja, ich habe mir die falschen Leute zum Feind gemacht. Ich hatte nur zwei Optionen. Andromeda oder auf Omega untertauchen. Ich bin nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Vermeiden Sie jeden Ärger, Dr. Sanvi. Ich weiß nicht mal, was dieses Wort bedeutet. Okay, so. Haben wir erstmal das eine oder andere erlegt, haben jetzt einen Außenposten, haben jetzt ein paar mehr, beziehungsweise mehr als wir gestartet haben. Und da können wir jetzt ordentlich rum Außenposten. So, da wollen wir hin, ist nicht weit weg, aber das Ganze machen wir, wie gesagt, im nächsten Video. Da kämpfen wir dann gegen den Alter Abhäuter. So, das ist unser Außenposten und ja, sieht gar nicht mehr so hässlich aus. Okay, also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns natürlich auch das nächste Mal mit und dürft mich gerne begleiten, wenn ich den nächsten, beziehungsweise wenn wir uns den nächsten Architekten widmen und hoffentlich besiegen wir den ganzen auch. Also, ich bedanke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, euer Coachy. Bye!